Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Ich habe mich neulich gefragt, was taugen denn eigentlich die 30 Unternehmen im deutschen Aktienindex, im DAX, für uns Dividendeninvestoren? Und ich war wirklich erstaunt, Leute, die Lage ist wirklich nicht schlecht. Wir haben zwar absolut nicht so eine krasse Auswahl wie jetzt zum Beispiel in den USA, aber für eine Top 5 hat es gereicht und die werde ich euch in diesem Video einmal vorstellen. Also meine Top 5 Dividendenunternehmen aus dem DAX im Februar 2020. Diese Top 5 sind natürlich nicht einfach so durch Lust und Laune entstanden, sondern ganz unemotional durch quantitative Auswertung. So wie ich es in diesem Video hier beschreibe, so werte ich meine Dividendenaktien aktuell aus. Bei diesem Ranking zählt mit rein, wie stabil ist die Entwicklung des Gewinns, Umsatz und Cashflows, wie hoch ist die operative Marge, die Dividendenrendite und auch die jährliche Dividendensteigerung, die Schuldenquote und die Überbewertung, das heißt unterbewertete Unternehmen kommen höher im Ranking. Der Ansatz besteht darin, Anteile von soliden Unternehmen zu erwerben, weniger im Hinblick auf die Entwicklung des Kurses, sondern vielmehr auf die Entwicklung der Geschäftszahlen und die man so schnell nicht mehr verkaufen muss, weil sie einfach ihre Branche rocken und durch ihre Zahlen versprechen, die Dividende noch sehr lange zahlen zu können und auch noch sehr lange weiter erhöhen zu können, sodass man dann irgendwann mal eine gescheite Rente bekommt. Manche davon sind übrigens auch im Dividendenadel von Christian Röhl. Falls das zutrifft, dann sage ich das natürlich mit an. Und für alle, die grundsätzlich auch auf der Suche sind nach guten Dividendenaktien, seien es jetzt deutsche oder amerikanische, dürfte der Dividendenadel auf jeden Fall ein praktischer Indikator sein. Interessant und ziemlich cool ist übrigens, dass einige der gleich vorgestellten Aktien preislich entweder ziemlich attraktiv oder zumindest sehr fair bewertet sind. Okay, los geht's. Viel Spaß bei der Show. Nummer 1, Fresenius. Fresenius ist nicht im Dividendenadel, dafür aber die Tochter Fresenius Medical Care. Kurze Vorstellung, Fresenius, ich glaube, es kennen eigentlich alles, ist Pharma, Krankenhäuser und so weiter, alles was mit Medizin oder vieles, was mit Medizin und Krankenhäusern zu tun hat. Preis 47 Euro, Marktkapitalisierung 31 Milliarden Euro, Dividendenrendite 1,7%, Dividendensteigerung über 10 Jahre und das ist auch ein Wert, auf den gucke ich in der letzten Zeit auch echt vermehrt, weil es ist einfach schön, wenn jedes Jahr im Schnitt die Dividende steigt und das gibt dieser Wert an. Dividendensteigerung über 10 Jahre 13,8%. Ausschüttung auf den Free Cashflow 23%. Das heißt, Fresenius ist ein sehr geiziges Unternehmen eigentlich mit einer sehr kleinen Ausschüttung. Das heißt, es wäre noch sehr, sehr viel Luft nach oben und sehr, sehr viel Cash übrig, was sie behalten. Wahrscheinlich, weil sie es wissen, was sie damit anfangen können oder weil sie es reinvestieren können. Fresenius ist eins der wenigen Unternehmen, die amerikanischen Firmen tatsächlich das Wasser reichen kann, was die Dividendenpolitik angeht. Und zwar steigern sie die Dividende seit 27 Jahren in Folge, ist damit also ein echter Dividendenaristokrat aus Deutschland. Wir haben auch eine schöne Gewinnsteigerung von 11,9% durchschnittlich. Medical Care ist eigentlich auf Platz 2 jetzt schon, aber ich packe die trotzdem zusammen, weil sonst ein Unternehmen auf Platz 1 und 2 finde ich ein bisschen blöd. Sie haben eine sehr ähnliche Entwicklung, aber die Mutter Fresenius ist dann doch die mit der höheren Gewinnsteigerung, nämlich um 11,9% durchschnittlich pro Jahr. Und Medical Care ist bei 6,4%. Beim Umsatz sieht es so aus, dass Fresenius 9,4% Steigerung hat und Medical Care 7,5%. Umsatz und Cashflow sind im letzten Jahr gestiegen, dafür ist aber die Nettomarge gefallen, was die Gewinne so ein bisschen unter Druck gesetzt hat. Deswegen hat man geschrieben, Fresenius schwächelt, aber das Ganze ist wahrscheinlich nicht von Dauer. Man geht davon aus, dass die Gewinne 2020, also jetzt im laufenden Jahr, wieder ungefähr auf die gleiche Höhe rauskommen, wie sie 2018 schon mal waren. Kommen wir zu der Bewertung bzw. zum fairen Wert der Aktie und der liegt laut dem Durchschnitts-KGV bei 59 Euro aktuell. Discounted Cashflow widerspricht hier nicht wirklich, auch so um die 60%. Also nach verschiedenen Bewertungsmethoden ist Fresenius gerade mit um die 20% Rabatt zu haben. Nummer 2, Henkel. Und Henkel habe ich auch erst neulich in mein Portfolio gelegt. Ist übrigens auch im
Dividendenadel. Allerdings wird da immer die Vorzugsaktie gehandelt. Die Vorzugsaktie ist auch das, was im DAX drin ist. Ich habe die Stammaktie gekauft, weil die war einfach billiger und ich habe mehr Rechte dabei. Ist nicht lange her, da habe ich 7 Stück für 86,55 Euro gekauft. Hier gibt es das Video dazu. Was gibt es Neues bei Henkel? Die Marke Sonderhoff ist nach 2,5-jähriger Integrationsphase nun komplett in Henkel eingegliedert, und zwar in den Bereich Adhesive Technologies, das sind die Klebetechnologien. Der aktuelle Preis 96 Euro, Marktkapitalisierung 39 Milliarden Euro, Dividendenrendite 1,9%, Dividendensteigerung 12%, Ausschüttung auf den Free Cashflow 31%, also hier ist auch noch sehr viel Luft nach oben und Henkel hat erst in den letzten Jahren eine Steigerung dieser Ausschüttungsquote angekündigt. Ich glaube, es war erst 2019, dass sie gesagt haben, wir wollen jetzt von diesem 25% Schnitt auf ja so um die 35 auch hoch. Finde ich ganz gut als Dividendeninvestor, ist ja klar, und gesenkt haben sie die Dividende auch seit 25 Jahren, nicht mehr, allerdings erst seit 9 Jahren in Folge nur gesteigert. Gewinn entwickelt sich im Schnitt mit 8% pro Jahr und Umsatz mit 3,3% pro Jahr. Bei der fairen Bewertung sieht es so aus, dass nach dem KGV die Aktie gerade 95 Euro wert ist. Nach der Discounted Cashflow Methode geht das aber auf die 100 bis auf 106 maximal hoch. Also kann man sagen, im Schnitt mit verschiedenen Bewertungsmethoden ist Henkel wahrscheinlich gerade im Moment sehr fair bewertet, so sehe ich das. Nummer 3, Heidelberg Zement, auch im Dividendenadel. Was gibt's Neues hier? Wir haben einen Vorstandswechsel. Der ehemalige Vorstandsvize wird jetzt der Vorstandschef. Also Preis 64 Euro, Marktkapitalisierung 12,8 Milliarden, Dividendenrendite 3,3%, Dividendensteigerung im Schnitt, und das geht richtig ab, Leute, mit 37%. Darf man sich aber auch nicht so von täuschen lassen, weil Heidelberg Zement ist ein solches Unternehmen, was, wenn es ihm gut geht, die Dividende deutlich steigert, wenn es ihm schlecht geht, aber auch deutlich senkt. Das heißt, wir haben es hier mit regelmäßigen Dividendenschwankungen zu tun. Und ja, deswegen 37% hört sich hammermäßig an, war auch in der letzten Zeit so, aber kann man nicht so unbedingt auf die Zukunft projizieren. Ausschüttung auf den Free Cashflow 24%, ist also auch relativ moderat im Moment, und eine Steigerung haben wir hier seit 9 Jahren. Gewinn steigt zurzeit im Schnitt 20% jährlich, und der Umsatz entwickelt sich auch mit einem Plus von 6%. Heidelberg Zement geht's nicht schlecht. Und damit gucken wir uns nochmal die faire Bewertung an. Was sagt das KGV? Das sagt, aktuell könnte die Aktie gut und gerne 99 Euro wert sein. Discounted Cashflow sagt auch 84 Euro. Das heißt, je nachdem kann man auch sagen, dass Heidelberg Zement mit einem Rabatt gerade zu haben ist von 24%. Also rein ratingtechnisch käme jetzt auf Platz 4 Wirecard. Aber die haben nur eine Dividendenrendite von 0,15%. Und deswegen bezeichne ich das nicht wirklich als eine Dividendenaktie, als eine ernstzunehmende Dividendenaktie. Und es geht ja hier um Dividendenaktien, deswegen überspringe ich die. Und packe an Platz 4 dafür einen anderen Global Player, den jeder kennt, nämlich Adidas. Bei Adidas stehen alle Ampeln auf grün, nichts kann es anscheinend gerade stoppen, und im März wird Adidas die Zahlen für 2019, die endgültigen, vorlegen. 2019 war ein Rekordjahr für Adidas, und man geht davon aus, dass 2020 auch wieder Rekorde gebrochen werden. Der Preis, es ist keine Schnäppchenaktie, ist bei 290 Euro, Marktkapitalisierung 57,5 Milliarden Euro, Dividendenrendite 1,15%. Aber dafür haben wir eine massive Dividendensteigerung von aktuell 28,5% im Schnitt jährlich. Und das soll in den nächsten Jahren auch genauso weitergehen. Ohne Spaß, trotz dieser absolut mickrigen Dividendenrendite, eine tolle Dividendenaktie. Ausschüttung auf den Free Cashflow absolut machbar mit 33%. Das heißt, nur ein Drittel der möglichen Gelder werden als Dividende an die Anleger ausgeschüttet,
Und okay, wir haben hier nicht so eine lange Dividendenhistorie wie bei den anderen, aber die Dividende steigt seit 4 Jahren in Folge und wurde seit 9 Jahren nicht gesenkt. Gewinn steigt 15,6% im Schnitt und Umsatz 7,7%. Und jetzt so ein bisschen der negative Punkt, Adidas ist ein absoluter Anlegerliebling. Das heißt, sie ist anscheinend gerade so ein bisschen überbewertet. Das KGV gibt einen Fernwert von 233 Euro an und die Discounted Cashflow widerspricht da nicht. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass Adidas gerade mit einem guten Aufschlag von 24% ungefähr gehandelt wird. Und Platz Nummer 5, der letzte Platz dieser Liste für heute, die Deutsche Post. Gehen wir noch die Zahlen der Deutschen Post durch. Preis um die 33 Euro, Marktkapitalisierung 39,5 Milliarden Euro, Dividendenrendite 3,5%, Dividendensteigerung im Schnitt pro Jahr in den letzten 10 Jahren 7,5%. 7,5% Gehaltserhöhung nehme ich auch. Ausschüttung auf den Free Cashflow 72,5%. Und was die Dividendenpolitik bei der Deutschen Post angeht, habe ich sowas bisher noch nie gesehen. Aber es ist nicht negativ, es ist einfach nur interessant. Und zwar haben sie die Dividende seit 10 Jahren nicht gesenkt, aber seit 0 Jahren nicht gesteigert. Und das kommt einfach daher, dass die Deutsche Post alle 2 Jahre einfach nur die Dividende anhebt. Gewinnentwicklung sieht gerade nicht so berauschend aus. Minus 0,23% im Schnitt auf die letzten 10 Jahre. Aber es liegt halt vor allem daran, dass wir 2010 wirklich ein sehr gutes Jahr hatten. Und da sind wir eben noch nicht wieder drüber hinweg über dieses gute Jahr. Und der Umsatz ist bei plus 2,4% Steigerung im Schnitt. Der faire Wert nach dem KGV und der Kurs liegen praktisch zurzeit aufeinander mit diesen 33 Euro. Die Discounted Cashflow und die Analysten widersprechen hier nicht. Das heißt, auch die Deutsche Post ist zurzeit sehr fair bewertet. Ohne Aufschlag, aber auch ohne Rabatt zu haben, anscheinend. Wie immer ist es natürlich absolut keine Kaufempfehlung. Jeder ist für sein Depot selbst verantwortlich. Wenn aber meine Arbeit dir trotzdem was gebracht hat, dann freut mich das natürlich sehr. Hier kannst du noch sehen, welche 2 Dividendenaktien ich selbst erst vor kurzem nachgekauft habe. Und dann danke ich dir wie immer sehr fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video und tschüss.